Ja. Viertel eins ist durch. Jetzt muss schnell gehen. Moin Leute des ostdeutschen Essens. Heute muss schnell gehen. Deswegen ein Klassiker. Senfei. Los geht's. So, ihr habt gesehen, relativ schnell. Wir haben keine Zeit heute. Was wir brauchen, ganz klar. Eier, Senf, Mehl für die Mehlschwitze. Natürlich Fett, auch für die Mehlschwitze, Kartoffeln dazu, Essig, Salz und Pfeffer und eventuell ein bisschen Zucker zum Abschmecken, damit die Senfsoße so leicht süß-säuerlich ist. Und dann können wir auch schon anfangen. So, fangen wir als erstes schnell damit an, Kartoffeln zu schälen. Das ist Arbeit, die mag ich gar nicht, aber dann haben wir sie hinter uns. Rein in den Topf schon aufsetzen, dann können die kochen. So, das Schlimmste ist geschafft. Salz ist auch schon drin, rauf auf dem Herd, sauber machen. Und dann geht es gleich weiter mit den Eiern, die setzen wir auf und dann machen wir die Soße. Ab geht's. So, bevor ihr die Eier kocht, ich habe da so einen Wink hinten mit einer Spitze dran. Ihr könnt auch eine Rouladennadel nehmen. Einfach die Eier mal so nehmen. Und Achtung, Gänsehautmoment. Anstechen. Ich mache jetzt 6 Stück fertig. 3 für jede Person. Ja, also 3 für mich, 3 für Romy. Ekelhaft. Und ja, einfach wie gesagt, ins kochende Wasser, muss ich euch nicht erklären. Dann jetzt verschieben und weiter geht's. So, wie ihr seht, Kartoffeln werden gleich und das Wasser für die Eier auch. Die machen wir jetzt da einfach hin und dann können die schon mal kochen. 1. Wollt ihr auch aufpassen, dass ich natürlich die angestochenen habe. Ich lasse die jetzt so 10 Minuten drin. 10 Minuten, naja doch, 8 bis 10 Minuten. Denn ich mache das gar nicht, wenn es weich ist. Bei mir dürfen die Eier hart gekocht sein. 5. 6, auf die Uhr geguckt und weiter geht's. So, Soße, Topf ist an. Meine Schosonja wird heute aufgebraucht. Die machen wir jetzt einfach auf. Machen dann mit dem Messer so ein bisschen was ab. Ich weiß auch nicht ungefähr wie viel Gramm oder was weiß ich. Ich mache das immer nach Gefühl. Wenn nicht, kann man ja hinten raus immer noch ein bisschen korrigieren. Mit mehr Wasser oder nochmal Fett nachmachen, wenn man zu viel Mehl hat, dann kriegt ihr nachher auch schon hin. So, ihr seht, es ist heiß. Uah. Schneebesen, Mehl bereit. Jetzt warten wir, bis das verwurzelt. Ich versuche mal weniger so zu sagen. Und dann geht's gleich los. Mehl ist bereit. Zwei Teelöffel mache ich da jetzt drauf. Das Ganze einrühren ins Fett. Das war jetzt ein bisschen viel Mehl fast. Nö, ist eigentlich ganz okay. Kann ruhig noch einen ganz kleinen Augenblick braun werden. So, bisschen Wasser drauf und kräftig rühren, damit keine Klumpen kommen. Seht ihr, und schon wird das eine feine, sämige Sache. Nicht zu viel Wasser, wir machen ja gleich noch den Senf drauf. Ne? Das soll ja dann auch eine bisschen dickere Soße werden. Und wenn ihr sehen würdet, wie meine dicken Oberarme gerade wackeln,
der Wahnsinn. Mal ein bisschen gepustet, dass ihr was seht. So. Jetzt, zack, den Senf rein. Na. Oh, ordentlich. Es darf ordentlich nach Senf schmecken. Und errühren. Rühren ist hier ganz wichtig. So, ich mache noch mal ein bisschen Senf. Rühren, 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 rühren. Jetzt kommt noch Wasser noch mal dazu, weil es dann doch ein bisschen arg dick. So, jetzt haben wir doch glatt die Kamera ausgegangen, weil kein Strom mehr. Ist nicht schlimm, wir haben auch weiter nichts gemacht. Wir lassen die jetzt noch mal aufkochen kurz. Ich hole mir doch lieber eine Löffel und probiere vorher mal. Aber so seht ihr, wir sind ja keine Profis. Und so kann es ja auch mal sein, dass der Akku leer ist. Ne? So, probieren wir mal kurz. Konsistenz ist okay, also finde ich. Ihr könnt es ja gerne anders machen. Und auch natürlich die Eier weich kochen. Die Weiher Eich, auch nicht schlecht. Das Senf ist gut. Jedenfalls, ist da jetzt noch Salz ran. Pfeffer natürlich. Und was habe ich jetzt noch vergessen, mit runter zu nehmen? Ich muss mich beeilen, ihr wisst ja, wir haben keine Zeit. Draußen liegt gerade etwas Schnee und wir müssen noch rodeln gehen. Eins, zwei, umrühren, gleich auf Hitze lassen, das kann ruhig noch mal ein bisschen aufkochen. So, einmal umgerührt. Senfsalz ist genug dran. Wir machen noch mal eins. Das ist natürlich das Problem, wenn man Zucker und Salz verwechselt. Eins, zwei. So, machen wir ein bisschen Wasser rein. Zack. Umrühren. So, wo ist nun mein Löffel schon wieder? Dort. Jo, sehr gut. Nö, war doch Zucker. Ha! Lass es auch nur noch mal kurz aufkochen. Ich mache jetzt noch einen ganz kleinen Schuss rein. Ich weiß, viele Köche hier sehen, wie unprofessionell. Aber so mache ich die Soße. So schmeckt sie mir. Und so passt das dann auch, ne? Wir sind ja keine Profis. So, letztes Mal probiert. Dann geht es rüber, glaube ich, auch gleich zu den Kartoffeln. Die müssen abgegossen werden. Und vorher noch die Eier. Und so schmeckt die Soße perfekt. Weiter geht's. So, Eier sind fertig gekocht. Die nehmen wir jetzt einfach mal runter. Mach natürlich noch schnell den Herd aus, ne? Nicht, dass es wieder brennt oder so. Einfach abgießen. Viele machen jetzt so irgendwie, habe ich letztens bei ein paar Videos gesehen, in Heizwasser. Das reicht nicht. Entweder man ist hässlich genug, dass die Eier abschrecken, oder ganz einfach kurz kaltes Wasser drauf. Dann lässt man die 2-3 Minuten drin abschrecken, damit sich besser abpellen lassen. Und dann ist das gut. Die poolen wir jetzt gleich, hauen die gleich in die Soße rein. Weiter geht's. So, Eier sind abgeschreckt. Kurz anklopfen. Oh, wir haben auch noch frische Eier, ich hab's gewusst. Die pulen wir jetzt ab. Oder ich mache, Romy macht das gleich, das ist wieder nicht zu mich. Nein, wir pulen das jetzt ab. Ich mache das immer noch so, dass ich das Wasser drinnen lasse. Einmal kurz das Ei reinhalte, abtropfen lassen, damit keine Fette mehr dran ist. Rein in die Soße. Und dann können wir die Kartoffeln abgießen und auch schon essen. So, das ist der Deckel. Jetzt schnell mal die Kartoffeln runter. Abgießen. Oh,
auch nicht heiß, dabei verbrennt man sich auch öfters mal, ne? Nochmal kurz drauf. Einmal kurz abdämpfen. Fertig ist unser schnelles Gericht. Und jetzt rüber mit dem Teller, anrichten, essen, fertig. Hier ist die Schote. Normalerweise dauert das so ungefähr 20 Minuten. Wir haben jetzt natürlich durch das ständige Aufnehmen länger gebraucht, fast 2 Stunden. Ja, viele essen dazu noch gerne rote Beete. Das ist nicht so unser Fall. Wir lassen weg, kann aber gerne natürlich dazu gegessen werden. So, wie ihr seht, einfach die Kartoffeln drauf. Darf natürlich ein bisschen mehr sein. Ne? Gab heute noch kein Frühstück. Dann einmal noch mal ein bisschen die Soße umrühren. Die hat jetzt 10 Minuten nicht, aber 5 Minuten hat sie gestanden. Dann nehmen wir einfach die Soße. Hier haben wir schon die Eier reingemacht. Rauf. Und natürlich dann das dritte Ei. Ich hatte ja vorhin gesagt, 3 Eier pro Nase. Ja, und dann ist das ein ganz, ganz einfaches Gericht fertig. Senfei. Ne? Wie gesagt, rote Beete noch normalerweise dazu. Und ich glaube, hier kommt jetzt gleich eine Hand rein, die mir das Essen wegklaut. Wenn wir nicht... Oh, Achtung. Achtung. Naja, viel Spaß beim Nachkochen. Nächstes Mal gibt's Königsberger Klopse und tschüss.